Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival mit meiner 5. Staffel und der jetzt 17. Folge, heute am 8.10.22 in der Vorproduktion. Was aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an TH1. Denn TH hat am 25.01.22 das allseits berühmte öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 706. TH verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns an dem letzten Savegame vor meinem, naja, explosiven Experiment, sage ich es einfach mal. Es war schön, das mal rauszufinden, aber vor allem die Tatsache, dass ja die junge Dame da drin ist, lässt mich den Entschluss fassen, dass wir das Banditencamp noch nicht angehen. War das jetzt ein Crash oder nicht? Warte mal, kann ich nicht einfach auch hier rausfahren? Okay, ich glaube, das war jetzt gerade ein Crash, ja. Das nicht, das auch nicht. Ja, und raus hier. Ah, okay, das war auch ein Crash. Zweimal ins Auto laufen. So, Moment. Kiste aus. Ihr kennt das Spielchen. Einmal. Und ein zweites Mal. So. Und zwar, warum noch nicht das Banditencamp machen? Weil wir hatten ja schon im Trailer gesehen, wir benötigen ein Krankenbett und irgendwie noch Medizin und sowas, ne? Und das würde ich lieber erstmal haben wollen, bevor ich anfange, die NPCs zu befreien. Also heißt das, jetzt erstmal nach Hause fahren. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir auch überhaupt ein Zuhause haben für die NPCs. Oh, übrigens das erste Mal seit Jahren gefühlt, dass ich hier wieder in dem Spiel Auto fahre. Oh. So. Gleich immer zu Hause. Ich sehe gerade, da oben ist ja auch noch eine Hütte. Ach, mit Sägewerke, klar. Okay, gut. Erstmal nach Hause, wie gesagt. Und zwar hier. So, home sweet home. Unsere zwei Wächter halten immer noch schön Wache. Gerade stehen wäre jetzt auch noch schön. Kriege ich hier aber alles wahrscheinlich niemals hin, ne? Naja, nicht wirklich. Haben wir hier irgendwo eine Fläche, wo wir uns gerade hinstellen können? Ich nochmal umparke, ja. Ich will natürlich auch unseren Laderaum hinten wieder gut bestücken. Ich glaube, das ist gerade. Ha! Und kein Crash. So. Hatte ich hier eigentlich leer geräumt? Sehr gut. Achso, apropos kleiner Hinweis. Folge 16. Da habe ich mich doch gewundert, warum man direkt nach dem Fleischessen so einen krassen Hunger hatte. Ja, gut. Wenn man verbranntes Fleisch isst, braucht man sich nicht wundern. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet, ihr habt. Aber gut, ist dann halt so. Achso, die muss ich auch wieder rauslegen. Hier eigentlich auch erstmal. So. Wo habe ich eigentlich... Ach, den habe ich schon bei gehabt. Was mache ich hier? Nein. So. Stimmt, den hatte ich schon bei. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Machen wir das einmal so. Einmal so. Einmal so. Obwohl, lieber so. Nach Durchschlagskraft sortiert, ne? Wenn ich jagen gehe. So, Munition brauchen wir. So. Machete bei Zombie-Attacken und so, ne? Zack, zack, falls uns Banditen überfallen. Ist erstmal ein Deal, denke ich. Gut. Dann, die Spinte hier rauf. Kann man hier eigentlich auch die Klappe machen? Nee, kann man nicht. Na gut. Hätte er sein können. Der war auch leer? Gut. So, erstmal abstellen. Dann springen wir drauf. So. So. Ah, da wäre eine Erinnerung wach. Ich glaube, Staffel 2 oder Staffel 3 war das, wo ich eine Folge lang nur Koffer sortiert habe auf dem Pickup. Und die Hälfte davon ist mir quer durch die Karte geflogen. So? Genau. Und der jetzt auch. Oh! Das lief jetzt noch nicht so wie gewollt. So. Machst du denn?
Sollst schon unten drin stehen. Bist du auch hinten dran? Nicht ganz. Wir wollen natürlich so viel wie möglich da stapeln, ne? Wartet mal. Da war doch was. Na? Nee, das war wieder nichts. Mann! Wieder nicht? Oh. Okay. Bin nur gegengelaufen. Jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Mann! Okay. Pass mal auf. Du gehst mal kurz weg hier. Du bist gerade ein bisschen im Weg. So, neuer Versuch. Schön hinten ranlaufen. Runterdrücken. So, besser krieg's jetzt nicht hin. Jetzt du. Oh, schön. Wollte gar nicht runterzugehen. Erstmal abstellen. So, einmal eindrehen. War das schon immer so? Oder haben sie die Ladefläche größer gemacht, Leute? Bei mir war es so, als hätten wir das damals vom Platz her gerade so hinbekommen, die immer Rücken an Rücken zu stellen. Es bringt mir jetzt ehrlich gesagt recht wenig, da jetzt auch einen Koffer zwischenzustellen. Dann machen wir das anders. Das müsste doch funktionieren, oder? Nein, gerade so nicht. Oh, wie ärgerlich. Dann hätte ich da und da jeweils eine Reihe an Koffer hinstellen können. Da kann man hier noch ein bisschen schieben und drücken. Jo. Alles klar. Dann machen wir die mittlere Reihe immer schön mit Spinden. Da komme ich nämlich dann von hier aus ran und unten Koffer. Koffer und Kisten. Na, also, ne? Eindrehen. So. Ist dann halt bloß ein bisschen schwierig, immer zu gucken, ne? Was genau jetzt hier anvisiert wird. Ach, hier kann ich sogar durch die Holzkiste durchgreifen. Okay. Na, oder ich mach's am Ende dann wirklich so, dass ich hier hinten dann die Holzkisten hinstelle. Ich meine, es sind 6 Spinte und mindestens 4 Koffer, die ich hier reinbekomme, ne? Das ist wirklich ein gut Stauraum. Komm, dann machen wir hier unsere Versorgungskiste. Warte mal, ist das mittlerweile machbar? Moment. Früher ging das nicht. Nee, geht immer noch nicht, ne? Nee, nee. Schade eigentlich. Vielleicht hier? Ich hätte auch nichts dagegen, den Sitz auszubauen. Oh, komm schon. Nee, nee, geht nicht rein. Schade! Hätte klappen können. Na gut. Ja, kommst du erstmal hier hin? So, Klappe zu. Passt. Natürlich noch der Test, ob auch alles vernünftig drauf bleibt. Sieht erstmal gut aus. Alles noch da? Alles noch da. Wunderbar. Was brauchen wir als nächstes? Wasser. Ach, schön, die Möbel sind da. Denn hier ist nicht mehr viel drin. Genau. Habe ich noch leere Behälter? Nein. Aber wir haben diese hier. Eigentlich müsste ich den mitnehmen, dummerweise. Wa? Und da muss ich es immer so machen. Oben unsauberes, unten sauberes Wasser. Oh, oh. Oh, gut. Komm mit, komm mit. Ja. So ist fein. So. Orientierung. K wie Karte. Ich muss eigentlich nur die Straße runter und da, wo dieser Schleichweg war,
Oder ja, Trampelfahrt, Schlammweg, wie auch immer, da ist dann das Wasser. Würde auch natürlich mit dem Karren gehen, den ich jetzt theoretisch nicht mehr brauche, erstmal, außer zum vielleicht Jagen und Leute transportieren. Ja, okay, das ist ein Deal. Jagen und Leute transportieren. Obwohl ich vermute. Oh, da war ein Crash. Schade. Obwohl ich vermute, dass ich sie auch hier auf der Ladefläche transportieren kann. Ich fahre erstmal zum See, Leute, ja? Warte, war doch hier, ne? Jo, war hier. Wow! Nein, nein, nein! Warum geht das hier so steil runter? Wow! Oh! Erstmal das Auto rumlaufen. Jetzt habe ich nur ein Problem, wie mir gerade so erschreckenderweise einfällt. Ich habe jetzt nur einen 2,5-Liter-Kanister, aber kann ich mittlerweile. Fülle Bottle? Geht das? Schade. Okay. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Jetzt passen hier 100 Liter rein. Bin gleich wieder da. Bin definitiv gleich wieder da. Wir bauen uns Eimer. Muss man denken, dass ich die 2,5 Liter da wieder rausnehme, sonst verunreinige ich die mit dem dreckigen Wasser. So. Also theoretisch könnte ich das sogar zu Fuß machen. Ich bräuchte noch nicht mal ein Auto dafür, ne? Theoretisch. Ach ja, Mensch, warte mal. Jetzt, wo ich dich hier sehe, du kommst natürlich auch mit. Ich brauche mal. Klar. Geht das mittlerweile? Ah, spinnt gerade ein bisschen, wa? Ah, nee, ist nicht offiziell angekommen. Oder? Test. Nein. Geht nicht. Schade. Aber du musst nicht. Alter, dieser Typ! Wo hat der Autofahren gelernt? Na gut. Dafür wird sich gleich freuen. Kann gleich wieder Statistik schreiben. Ah, mal gucken, ob der noch mitkommt. Ja, er ist offiziell drauf. Gut. Wunderbärchen. Also, einmal basteln. Wir brauchen dafür. Wo habe ich sie gestapelt? Ich glaube hier. Nein? Hier. War dieselbe Kiste nochmal. Alles klar, hier also nicht. Hier? Auch nicht. Mensch! Hat er sich ja wunderbar gemerkt, wie sein Stapelsystem ist. Ah! Die werden wir nämlich brauchen. Shit, ich habe keine Metascripts mehr. Ich brauchte Metascripts dafür, oder? Ja. Verflucht. Und sogar recht viele. Ja, gut, Planänderung. Ganz spontan, ne? Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Hier habe ich auch keine mehr drin. Schade. Nee. Na gut. Nein, nicht einsperren. Ich will. Danke. Okay. Metal Scraps. Nur mal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwo welche hier liegen gelassen hatte. Letztes Mal, als ich hier war, bin ich ja wirklich nur auf der Suche nach. Guck mal hier. Ah! Bin ich ja nur auf der Suche nach Essen hier rein. Nee. Mal so. Was? Stoffe? Uff, ja, also. Ne? Components.
Naja, besser als nichts, ne? Jetzt ist bloß meine Axt hinüber. Geht es auch mit dem Basie? Frag für einen Freund. Oh! Danke. Nichts drin. So, die Karre hier. Hat noch ein bisschen Sprit, nehmen wir gerne mit. So, zuallererst testen, ob wir mit dem Baseballschläger ebenfalls zerlegen können, weil wenn ja, möchte ich auch probieren, ob wir das ganze Auto zerlegen können. Das sieht schlecht aus. Ja, klappt nicht. Ich hole die Axt. Ich hole den Vorschlaghammer. Noch besser. Wow, Vorsicht. Kein Bein brechen, bitte. Danke. Ja, ja. Wir sind unten. Machen wir kurz so und so. Basie ist nicht hier. Wo habe ich Basie liegen lassen? Nicht Basie. Vorschlaghammer meinte ich. Ich habe noch einige Äxte, ne? Aber ich werde die auch brauchen. Also. Moment. Adiop. Adiop. Hab ich dich hier reingeworfen? Hier bist du ja. Dich habe ich gesucht. So, Nahkampfwaffe, Baseballschläger. Moment. Zack. Baseballschläger hier. Oh, hat gar nicht mal so viel Haltbarkeit verloren. Ist ja okay. Das ist lobenswert. Wartet. Kann ich eigentlich doch wieder den Kladderadatsch hier reinwerfen? Das da reinwerfen? So. Weil ein Eimer kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon hin. Aber noch mehr möchte ich haben. Theoretisch 10. Aber das ist ein bisschen utopisch, ne? So, Basie. Nein, nicht, immer noch nicht Basie. Mann, das Ding heißt Vorschlaghammer. Okay. 2, 3 Schläge. Hier noch einer. Ah, guck mal, einer schaut. Das Auto zerfällt von selbst. Sag bloß, das geht. Die andere Tür, die ist ja schon kaputt. Es geht. Oh mein Gott, es geht. Wir können also doch Autos komplett zerschlagen. Und es kommen auch Autoteile bei raus. Oh, schön. Zigarette? Nee, danke. Oh, kommt auch gar nicht wenig bei raus. 100%? Wow. Planänderung. Wir zerlegen Autos. Das Einzige, was ich schon gelesen hatte, das hat schon jemand in dem Facebook-Forum geschrieben gehabt, dass er das Gefühl hatte, dass die dann nie wieder nachspawnen. Also auch nicht bei Loot Refresh. Also sprich, sind wir dann doch irgendwann an einem Punkt, wo es halt endliche Ressourcen gibt hier. Einfach mal 300er Batterien. Das ist schon, mir läuft dezent die Sapper von der Kinnlade runter. So, Problem ist nur, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit in die Richtung laufe, weil da waren Wölfe. Vorsichtig gucken. Da wieder einer auf der Straße steht. Sieht erstmal nicht so aus. War ich eigentlich schon oben auf dem Ding drauf bei der Tankstelle hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da liegt auch was. Da liegt eine Schutzweste. Ich werde nicht mehr. Da liegt eine Schutzweste. Oh, Vorsicht. Ah, Mist, doch nicht. Hab mich verguckt. Dich selbst. Hab deinen Bruder gegessen. Und jetzt? Was willst du tun? Komm doch hoch hier, wenn du dich traust. Weil dann sehe ich dich auch endlich mal. Ich sehe dich nämlich gar nicht. Schade, war bloß eine Empty Box. Lief's, na gut, erstmal nicht. Whee! So. Da wäre sogar noch eine Axt, wie ich gerade sehe, okay. Ist jetzt aber erstmal nicht prioritär.
Ah, oh, schade, die ist bloß Deko. Früher gab es auch so eine Waffenkisten, so Waffen, Holzkisten. Manchmal war dann da auch gleich ein Gewehr drin und so. Also hier, die Hunting-Riffle. Und so was Schönes. Oh, Metal Scraps. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Ja, gut, die kann ich später holen. Das auch. Frage? Okay. Ihr wart früher mal zerlegbar. Okay, jetzt nicht mehr, oder? Nee. Schade. Das wäre noch cool, wenn es dann wie früher... Also bei den Autos hast du normalerweise wie beim Bäumefällen so ein... Jetzt ist doch gut, Jungs, beruhigt euch! So ein Haltbarkeits... Balken ihr habt, der dann halt mit jedem Schlag runterging oder vollging, die wären auch ein Reifen. Das wäre cool, wenn es das jetzt auch bei den Autoteilen gäbe und bei anderen Sachen, die auch wirklich zerlegbar sind. Klamotten, theoretisch ja. Praktisch erstmal nein. Kann ich hier wirklich hoch? Oh. Okay, aber es geht nicht weiter, ne? Nee. Gut. Sind wir auf dem Dach und gehen wieder runter. Gut, Lashing lasse ich nicht liegen. Außer ich hab's gerade irgendwie eilig. Okay, es sind wieder einige Eimer jetzt zusammengekommen, denke ich. Dann kümmern wir uns erstmal darum. So. Kleines bisschen FPS-Probleme hatte ich gerade, habe ich gesehen. Eimer. 6 Stück. Ist ein Deal. Trinke ich noch einen Schluck Wasser. Oh, wir haben Nebel. Zack. Nebel zu Ende. Nochmal zack. Und noch ein dritter, der rausfällt. Ja. Und allesamt einsammelbar. Durst hat er. Moment. Mein Wasser ist hier draußen. Gib mir das wieder zurück. Und trinke, bis du satt bist. Sehr gut. Dann Autobatterien. Ja. Werde ich wohl erstmal die hier als Autoteilerkiste bestimmen müssen. Dann kommt ihr erstmal hier rein. Rex und Lashings. Wo hatte ich sowas gestapelt? Hier, Lashings. Und Rex. Waren mal hier drin, hatte ich aber dann umgeschichtet, ne? Wie mich das Spiel immer wieder disst, weil ich ein paar Kilo zugenommen habe. Wo hatte ich denn? Hatte ich hier nicht irgendwo schon Rex gestapelt? Ach, hier. Gut. Munitionskiste. Hier. Kann man die stapeln? Auch nicht. Oh, come on. Jetzt hat er wieder Hunger. Wow. Hier ist der verbrannte Ding, dann kannst du mal was essen. Ah, es regnet. Schön. Was denn nur? Jetzt sag nicht, ich hab mir was eingefangen. So, das sind 60 Liter. Die wir da reinbekommen, ne? Zumindest waren es früher immer 10 Liter pro Eimer. Oh, es ist sogar Gewitter. Ich höre nicht mal, ob das Auto an ist. Oh. Und diesmal fährst du nicht gleich da runter, Robin. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Mensch. Was denn hier passiert, Junge? Kannst du nicht richtig fahren, oder was? Kommt mir bekannt vor. Hey! Dann ändert sich ja doch die Statistik zu meinen Gunsten. Also in der Kommentarspalte, liebe Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da ist ein lieber Zuschauer dabei, pro Folge immer eine gewisse Statistik zu schreiben.
Das Dankeschön. Danke. Oh, okay. Was hast du noch so Schönes bei dir, was ich vielleicht brauchen könnte? Batterien sind eigentlich immer geil, ne? Willst du ein Stück Fleisch haben dafür? Okay. Ein Stück Fleisch für zwei Batterien, ich denke, das ist ja eigentlich schon fair. Ja, machen wir einen Deal. Komm. Und tschüss. Ciao. Wieder eingerettet. Und die Karre. Die zerlegen wir. Ein Schlag. Okay. Na komm schon. Was? Warum geht's nicht? Oh nö, jetzt hat sich das verbuggt. Ich muss die noch nicht mehr öffnen. Ah. Ah. Oh. So. Okay. Ich hoffe echt, dass es bald mal gefixt wird. Die Tatsache, dass du ständig diesen schwarzen Rahmen um dich herum hast. Oh, die Batterie. Klar, die darf nicht nass werden. Dass du ständig diesen schwarzen Rahmen um dich herum hast, nur weil du einmal kurz Hunger hattest. Weil eigentlich habe ich jetzt keinen Hunger mehr und er hat immer noch den schwarzen Rahmen um sich herum. Also in seiner Optik. Ihr seht hoffentlich, was ich meine, ne? Oben die Ecken. Alles so ein bisschen dunkel. Ist ja eigentlich nicht mehr aktuell, dass ich jetzt Hunger habe. Aber trotzdem zeigt mir diese Optik an, dass da was nicht stimmen würde. Sagte, wir wollen nicht im See landen. Warte. Passt. Kiste aus. Aussteigen. Den nimmst du mit. Passt. So. Auffüllen. Auffüllen. Och, herrlich. Das wird eine ganze Weile reichen. Und ich mache das auch voll auf 100 Liter. Also 100 Kilo in dem Fall. Apropos, fühlt sich hier eigentlich das auf, wenn ich das hier austausche? Nee. Theoretisch müsste man das jetzt auch noch mit implementieren, ne? Weil ein voller Eimer ist natürlich schwerer als ein leerer Eimer. Wer hätte es gedacht? Ja, jetzt ist natürlich unsafe, aber war ja auch so gewollt. Mit 100 Litern, nur für den Eigenbedarf, ohne dass wir was gießen müssen, kommen wir schon mal ganz lange aus. Aber die Eimer behalte ich natürlich, solange wir halt noch nicht dieses Regenwassersammelding haben. So. Und ganz ehrlich, ich finde, das brauche ich jetzt auch noch nicht zu bauen, das Regenwassersammelding. Sondern erst dann, wenn ich mich wirklich an die Landwirtschaft machen möchte. Und dazu bräuchte ich erstmal Saatgut. So. Eigentlich so. Stimmt, wir haben eigentlich sogar 120 Liter dann. Die kann ich ja auch erstmal hinstellen noch. Als Vorrat. So. Und unbedingt noch einen Shelter bauen, wie mir einfällt. Ich bin gespannt, ob ich dann vielleicht auch wirklich irgendwann in der letzten Folge der Staffel dann endlich das verdammte Shelter baue. Obwohl, ja, wäre ja dann auch nicht mehr notwendig. Aber bis dahin habe ich ja schon Häuser gebaut, die ich ja ebenfalls claimen kann. Funktioniert's? Ja, sehr gut. Fahr lieber vorwärts, Robin, sonst musst du wieder ins Auto rumlaufen. So. Herrlich! Ach, bloß ein Stein. Muss halt nur aufpassen, dass ich halt sowas wie Zündkerzen und so nicht übersehe. Für die brauche ich eigentlich dringender als ständig neue Batterien. Weil jetzt haben wir erstmal mit Batterien ausgesorgt für eine ganze Weile, würde ich sagen. Aber ich brauche hier echt eine Fläche, wo ich besser parken kann. Oder gleich eine Garage, ne? So,
Und da stehen wir. Ohne anzuditschen. Ja, okay, es ist gerade, ne? Es ist gerade. So. Falls ihr euch fragt, warum der Hocker? Der ist wichtig für den Fall, dass ich unterwegs bin und Nebel bricht aus. Dann kann ich mich da wenigstens draufsetzen, ohne dass die mich angreifen. Falls ich nur irgendwo mich gerade reinstellen kann. Und dann muss ich halt auch nicht immer gleich eine ganze Stunde mich irgendwo hinlegen auf dem Boden mit der Taste 7. Sondern kann es auch minutenweise machen. Wartet mal, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Das sagte er, während er Mist spielt. Hm. Oh, Timer? Schon? Okay. Habe ich wieder mehr getrödelt, als ich vorhatte. Moment. Na. Sitzt, Packel, sitzt, Packet hat Wuft. Nee, ich wollte sagen, sitzt, Wackelt hat Luft. So, wir füllen ein. Warum habe ich den jetzt rausgenommen, weiß ich auch nicht. Gucken, wie viel da reinpassen, das weiß ich gar nicht mehr. Waren das 10 oder 15 Liter? Ah, 16, okay. Dann kann ich den natürlich erstmal hier lassen. Ja, hat er Durst? Hat er. Trink eine hiervon. Bei dem Platz brauchen wir jetzt eh beide in dem Schränkchen. Dann werde ich mir noch einen extra Spind bauen müssen, der dann wirklich nur für Konserven ist. Vor allem was so Essen angeht. Trinken werden wir dann eigentlich nicht mehr mitnehmen müssen unbedingt. Ist nicht verbrannt? Gut, haust dir hinter. So, es reicht immer noch nicht vom Platz her. Das ist jetzt langsam echt nicht mehr schön. Machen wir das so. Ups. So, und dann hier. 1, 2, achso, 3, 4, 5. So. Passt! Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!